Hallo allerseits und damit ein recht herzliches Willkommen zu diesem neuen DEWALT Review. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bekanntermaßen stelle ich euch auf meinem Kanal ja keine 0815 Geräte vor, sondern immer qualitativ hochwertige High-End Geräte. Und genauso auch heute habe ich für euch mal wieder ein Spitzengerät organisiert. Genauer gesagt, heute vor uns auf dem Tisch der stärkste, der brutalste Akkuschlagbohrschrauber hier von DEWALT. Und zwar der DCD999. Was dieses High-End-Gerät von DEWALT wirklich so zu bieten hat, ob es was taugt und ganz wichtig, für wen sich eine Investition lohnt oder nicht, genau das würde ich sagen, wollen wir uns zusammen heute einmal im Video anschauen. Also starten wir gleich nach dem Intro, aber wie üblich, falls noch nicht geschehen, dann jetzt diesen Kanal noch schnell kostenlos abonnieren plus die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise von diesem Monster findest du unten in der Videobeschreibung. Und damit los geht's nach dem Intro. Es ist der stärkste 18-Volt Akku-Schlagbohrschrauber aus dem Hause DEWALT, der DCD999. Geworben wird mit einigen Features und einer ganzen Menge an Leistung, was dieser brachiale Akkuschrauber wirklich sonst noch so zu bieten hat und ob er auch hält, was er verspricht, das würde ich sagen, wollen wir uns zusammen heute einmal im Video ausführlich anschauen. Genauer gesagt steht also vor uns der DEWALT DCD999NTXJ in der sogenannten T-Stack-Box, also hier in diesem schwarzen Transportkoffer. Die D-Stack-Box ist dabei genauso wie die anderen Boxen von DEWALT natürlich in der typischen Farbgebung gehalten. Das heißt ganz vorne schön groß mittig drauf der DEWALT-Schriftzug. Rechts und links in Gelb die beiden Verschlüsse zum Verbinden mit den bereits anderen bestehenden Boxen von DEWALT. Unten ein kleines Werbeemblem, wo drauf steht, was hier aktuell in der Box drin ist. Wie gesagt, der DCD999, außerdem hier ein paar weitere Features bereits mit abgebildet. Auf der Oberseite der schön große Handgriff zum Transportieren des Koffers und außerdem hier in Silber zu sehen die beiden Verschlüsse. Nach dem Öffnen der Box springt uns also direkt der interessante Lieferumfang entgegen und ich würde sagen, wir steigern das Ganze einmal. Das heißt, wir beginnen beim uninteressantesten und zwar dem Papierkram. Wie ersichtlich, ganz oben dabei in Gelb eigentlich nicht zu übersehen, die Garantiebedingungen. Wie ersichtlich, 3 Jahre Garantie für diesen Akku. Schrauber, wenn wir das Produkt auf der DEWALT Website registrieren. Direkt darunter weitere Garantiebedingungen. Hier steht drin, wir haben nur 12 Monate Gewährleistung, wenn wir es nicht registrieren. Dann die Bedienungsanleitung für den Akkuschrauber DCD999, wie man an der Dicke erkennen kann, in etlichen Sprachen. Und last but not least eine weitere Anleitung. Als nächstes links gelegen in der Box 2 kleine Druckverschlussbeutel mit weiterem Zubehör und zwar hier drin enthalten ein kleiner Gürtelclip für den Akkuschrauber sowie ein Bithalter und das Ganze noch magnetisch. Relativ mittig wiederum positioniert der eigentliche Akkuschrauber, der DEWALT DCD999 und nicht zu vergessen bei dieser Leistung ein weiterer Seitenhandgriff. Und das war es nämlich auch schon mit dem Lieferumfang. Wie man sehen kann, die T-Stack-Box ist komplett entleert und außerdem wie ersichtlich, wir haben hier etliche Aussparungen. Das heißt, ich vermute einmal, hier drin findet definitiv noch ein Ladegerät bzw. mindestens ein Akku für diesen Akkuschrauber Platz. Und damit steht ja nun auf dem Tisch das leistungsstärkste High-End-Gerät von DEWALT, der DCD999. Bereits beim ersten Betrachten des 999ers merkt man schnell, genauso wie auch eigentlich der Name verrät, dass es sich hierbei um keinen kleinen, süßen und handlichen Akkuschrauber handelt, sondern um ein richtiges Monster mit natürlich einer gewissen Größe und auch Gewicht. Des Weiteren zu erkennen beim Betrachten, dass hier dieser Akkuschrauber, wie wir es von DEWALT kennen, erstklassig verarbeitet ist. Das heißt, wir haben hier super Kanten, super Übergänge, keine Kunststoffüberreste oder dergleichen und auch hier die Gummierung wirklich sehr, sehr präzise im Handgriffbereich verarbeitet.
Damit verbunden würde ich sagen, führen wir gleich einmal die ersten Messungen des heutigen Videos durch, und zwar Größe und Gewicht. Wie man sehen kann, der DEWALT DCD 999 hat dabei eine Gesamtbaulänge inklusive Bohrfutter von um die 215 mm, wobei das Gerät ohne Akku ebenfalls ca. 215 mm hoch ist. Das heißt, wir haben hier ja einen nahezu quadratischen Akkuschrauber und selbstverständlich 215 mm Gesamtbaulänge ist definitiv nicht wenig, aber wie bereits schon erwähnt, wer einen kompakten Akkuschrauber sucht, der ist heute definitiv falsch, denn das Teil hat richtig was unter der Haube. Auf der anderen Seite währenddessen einmal die Waage. Wollen wir doch einmal sehen, was der 999er wirklich so gewichtstechnisch zu bieten hat. Starten wir mit dem reinen Solo-Gewicht, heißt ohne Akku und ohne Handgriff, kommen wir auf ca. 1600 Gramm. Ich würde sagen, das geht definitiv noch in Ordnung, aber um diesen Akkuschrauber zu bändigen, brauchen wir auch einen zweiten seitlichen Handgriff. Und zwar kommen wir damit anschließend auf 1800 Gramm. Das heißt, der Seitenhandgriff wiegt, wie man sehen kann, nicht unbedingt viel. Und nicht zu vergessen, last but not least, der Akku des Akkuschraubers. Ich würde sagen, in diesem Fall hier ein Flexvolt-Akku mit 6 Amperestunden, damit wir diesen Akkuschrauber auch wirklich ausreizen können. Und damit kommen wir auf ein Bruttogewicht von 2900, ja sagen wir knappe 3 Kilogramm Kampfgewicht. Genauer gesagt, 2927 Gramm, muss ich sagen, ist für einen so leistungsstarken Akkuschrauber inklusive Handgriff und Akku recht ordentlich. Das heißt, der Akkuschrauber ist definitiv meiner Meinung nach nicht zu schwer, aber selbstverständlich, das Gewicht ist größtenteils davon abhängig, was ihr hier für einen Akku verwendet. Genauso gut könnte ich nämlich auch hier einen Flexvolt-Akku mit 9 Amperestunden verwenden, der dann noch einmal deutlich schwerer wäre. Oder ich nutze einen normalen XR-Akku mit 5 Amperestunden oder aber auch hier diesen Powerstack-Akku. Das heißt, das Gewicht variiert, je nachdem, was ihr für einen Akku dran habt. Im Großen und Ganzen ist der Akkuschrauber meiner Meinung nach aber nicht zu schwer. Apropos Akku. Ich würde sagen, beginnen wir gleich einmal bei diesem meiner Meinung nach essentiellen Punkt des 999ers. Denn wer dieses Monster leistungstechnisch wirklich voll nutzen möchte, der benötigt einen geeigneten Akku. Zuerst einmal muss man dabei sagen, es handelt sich hierbei um ein 18-Volt-Gerät. Das heißt, wir können problemlos alle 18-Volt DEWALT XR-Akkus verwenden. Damit läuft der Akkuschrauber einwandfrei. Wer aber, wie gesagt, das maximale Potenzial rausholen möchte, der benötigt einen DEWALT FLEXVOLT-Akku, zum Beispiel diesen hier mit 6 oder 9 Amperestunden. Denn laut Hersteller, also laut DEWALT, erreicht dieser Akkuschrauber mit einem solchen Akku eine Leistungssteigerung von bis 50% im Vergleich zu einem herkömmlichen XR-Akku, was meiner Meinung nach wirklich brutal ist. Auf der anderen Seite habe ich außerdem gleich einmal die neuen Powerstack-Akkus von DEWALT mitgebracht. Wie ersichtlich 18 Volt 5 Amperestunden. Diese Akkus sind natürlich deutlich leichter, deutlich kompakter im Vergleich zu diesem Riesenklotz. Ob jedoch auch mit diesem kompakten Akku wirklich die Maximalleistung abgerufen werden kann, das kann ich nicht sagen. Wer diesbezüglich Erfahrung hat, kann es gerne einmal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wer sicher gehen will, mit dem FLEXVOLT-Akku liegt ihr definitiv richtig. Das heißt, hier können wir das maximale Potenzial des Akkuschraubers rausholen. Des Weiteren zu erwähnen bezüglich der Powerstack-Akkus. Hier folgt auf meinem Kanal definitiv früher oder später noch ein Vergleichsvideo dieser unterschiedlichen Akkutypen, also Powerstack, VS, die normalen XR-Akkus, und dann noch einmal verglichen hier mit dem FLEXVOLT-Akku. Spätestens dann werden wir herausfinden, ob diese beiden Akkus gleich leistungsstark sind oder nicht. Wie gesagt, bis jetzt würde ich erst einmal hier auf den FLEXVOLT-Akku setzen, denn dieser schafft ohne Frage die maximale Leistung dieses Akkuschraubers. Und wie gesagt, mit dem FLEXVOLT-Akku sind hier bis zu 50% mehr Leistung drin als mit einem herkömmlichen XR-Akku. Bezüglich der Montage wiederum sind alle Akkus identisch. Das heißt, diese werden von unten respektive von vorn in den Akkuschacht eingeschoben, rasten sicher und zuverlässig ein. Keine Probleme hier festzustellen. Das Einzige, was meiner Meinung nach etwas gewöhnungsbedürftig sein könnte, ist, dass hier zwischen Akku und Akkuschrauber doch etwas viel Spiel herrscht.
Eine Akkustandsanzeige am Gerät selbst gibt es dabei, wie wir auch gleich hier am Fuß der Maschine noch einmal sehen werden, nicht, sondern bei den FlexVolt Akkus können wir den Akkustand problemlos hier vorn gleich am Akku anhand dieser drei LEDs entnehmen. Direkt darüber zu finden, rechts und links eine kleine Aussparung mit Gewinde. Wie bereits schon erwähnt, hier lässt sich nun der Bithalter als auch der Gürtelclip aus dem Lieferumfang montieren. In diesem Sinne eigentlich nichts Besonderes. Lediglich werden wir einmal einen Blick auf den Bithalter werfen, denn hier werden die Bits nicht eingeklipst, wie wir es von den meisten anderen Akkuschraubern kennen, sondern wir haben hier einen kleinen Magneten integriert. Das heißt, in diesem Fall kein Bit, sondern halt ein Nagel. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich muss den Bit lediglich hier auflegen und er bleibt automatisch haften. Und wie man sehen kann, der Magnet ist so stark, dass hier der Bit ohne Frage auch nicht verloren geht. Finde ich persönlich ziemlich praktisch. Mittig wiederum im Fuß der Maschine platziert, finden wir, wie bereits schon erwähnt, keine Akkustandsanzeige, keinen elektronischen Drehmomentbegrenzer oder dergleichen. Nein, sondern wir ersichtlich einen kleinen schwarzen Schalter mit insgesamt drei Stufen. Und zwar zum Regulieren der Helligkeit der verbauten LED. Ganz ehrlich, ich muss zugeben, dieses Feature habe ich noch nie bei einem Akkuschrauber als mechanischen Schalter gesehen und das Ganze gleich mit drei Stufen. Das heißt, wir befinden uns aktuell in Stufe Nummer 1, in der Mitte befindet sich Stufe Nummer 2 und ganz rechts die hellste Stufe, Stufe Nummer 3 mit stolzen 77 Lumen. Ich würde sagen, dieses Feature schreit ja förmlich nach einem Test im Dunkeln. Deswegen hier einmal das Licht aus. Wollen wir doch nun einmal sehen, was der Akkuschrauber bezüglich der Helligkeit im Dunkeln zu bieten hat mit seinen ganzen drei Stufen. Dazu beginnen wir einmal mit Stufe Nummer 1 in einem Abstand von ungefähr 10 cm hier zur Wand. Wie man sehen kann im Video, von der Helligkeit recht angenehm, aber ich muss sagen, in echt doch etwas duster. Deswegen gehen wir in Stufe Nummer 2, welche doch schon deutlich heller ist. Also ich würde sagen, von der Helligkeit ist Stufe 2 ausreichend. Auch vom Lichtkegel her sehr schön mittig, also wirklich angenehm. Und nun Stufe Nummer 3, von der Helligkeit auf jeden Fall überragend. Mit seinen 77 Lumen ist die LED doch sehr, sehr hell. Das kann man einfach nicht anders sagen. Also, ihr seht es selbst, die verbaute LED des 999ers zum Ausleuchten des Arbeitsortes ist wirklich top. Wie gesagt, super hell und auch der Lichtkegel ist schön mittig bzw. ausreichend groß, damit man auch hier dann den Bohrer und alles ringsherum sieht. Also bezüglich der LED auf jeden Fall top. Stellt sich die Frage, ob man dieses Feature, also die LED-Regulierung hier so groß dimensioniert mit einem Schalter benötigt oder ob es hier vielleicht auch ein einfacher Druckknopf getan hätte, wo man dann die drei Helligkeitsstufen durchgehen kann oder einfach einen Schalter zum Ein- und Ausschalten. Das sei mal dahingestellt. Was meinst du? Schreib mir doch gerne mal deine Meinung diesbezüglich unten in die Kommentare. Direkt darüber geht es weiter mit dem wichtigsten Element hinsichtlich der Handhabung und zwar dem Handgriff. Beim Handgriff selbst musste ich direkt an die beiden bereits vorgestellten Akkuschlagschrauber denken, das heißt DEWALT DCF 894 und DEWALT DCF 891. Ganz klar, beim genaueren Hinschauen sieht man direkt, alle Handgriffe sind komplett identisch. Ich meine ganz klar, wieso sollte man auch die Handgriffe ändern, wenn sie einfach gut sind? Denn das sind sie. Genauso auch beim 999er macht der Handgriff einen sehr, sehr guten Eindruck. Das heißt, er ist sehr ergonomisch, lässt sich problemlos greifen und von hier aus kann ich auch alle wichtigen Bedienelemente, das heißt Drehzahlregulierung, als auch Rechts-Links-Lauf problemlos bedienen und erreichen. Genauso auch hier, alles in Schwarz ist eine rutschfeste Gummierung und wie ersichtlich nahezu der gesamte Handgriff ist gummiert, einmal komplett ringsherum und damit haben wir hier definitiv sehr viel Grip und eine hohe Rutschfestigkeit. Parallel dazu außerdem, wie man sehen kann, hier auf dem Tisch aktuell die beiden bereits getesteten Akkuschlagschrauber DCF 894 und DCF 891. Ich muss sagen, beide Geräte haben definitiv sehr, sehr gut performt. Ein Gerät ist doch etwas leistungsstärker gewesen, um hier schon an dieser Stelle vielleicht etwas zu spoilern. Das heißt, falls du diese Videos noch nicht gesehen haben solltest, dann würde ich dir empfehlen, diese gleich noch einmal anzuschauen. Das heißt, sowohl von diesem als auch von diesem Kollegen hier. Ich werde es dir gleich einmal hier oben rechts auf der Infokarte verlinken. Und damit können diese beiden Akkuschlagschrauber wieder beiseite, denn es geht ja hauptsächlich hier um diesen Kollegen.
Also der Handgriff des 999ers ist, wie bereits gesagt, sehr angenehm und ergonomisch und natürlich problemlos zu erreichen. Die Bedienelemente, das heißt Drehzahlregulierung, als auch Rechts-Links-Lauf direkt darüber, genauso wie bei jedem anderen Akkuschrauber auch. Dazu muss ich sagen, die Drehzahlregulierung ist für mich persönlich schön leichtgängig. Das heißt, wir haben hier keinen Haken oder dergleichen, welches man feststellen könnte. Genauso auch der Rechts-Links-Lauf. Hier muss ich sagen, habe ich schon bessere gespürt, aber trotzdem, das Ganze funktioniert. Hinsichtlich der Drehzahlregulierung gehen wir also nun ganz nach oben zum Kopf des Akkuschraubers und zwar zu dem Getriebe. Der DEWALT DCD 999 ist dabei der erste Akkuschrauber, welchen ich in der Hand halte, der nicht zwei Gänge besitzt, sondern gleich drei Gänge. Genau dafür finden wir nämlich auf der Oberseite hier in schwarz zu sehen diesen kleinen Schalter und direkt daneben die Markierung mit 1, 2, 3. Das heißt, dieser Akkuschrauber besitzt wirklich drei Gänge, wo wir dann hier die Drehzahl regulieren können. Damit ist es natürlich noch einmal deutlich besser möglich, die Drehzahl präzise an den jeweiligen Schraubfall anzupassen. Der Schalter selbst ist dabei meiner Meinung nach von der Größe vollkommen ausreichend, um hier die Gänge durchwechseln zu können. Das Ganze auch recht geschmeidig, wie man sehen kann, ohne dass es hier irgendwelche Probleme gibt. Lediglich einmal kam es bei mir bis jetzt vor, dass der Gang nicht reinging, aber das Ganze passiert bei anderen Akkuschraubern genauso. Und hinsichtlich der Drehzahl muss man hier sagen, wir haben hier Drehzahlen im ersten Gang von 0 bis maximal 500, im zweiten Gang von 0 bis 1500 und maximal im dritten Gang schafft dieser Akkuschrauber maximal 2250 Umdrehungen in der Minute. Es stellt sich natürlich nun die Frage, was hat denn dieser Akkuschrauber wirklich unter der Haube? Dazu muss man sagen, selbstverständlich gibt es schon Akkuschrauber, die etwas stärker sind, aber das Teil hat ohne Frage richtig Bums. Und zwar schafft der DCD 999 im weichen Schraubfall ein maximales Drehmoment von um die 67 Newtonmeter und im harten Schraubfall soll das Teil maximal 126 Newtonmeter leisten. Hinzu kommt, der DEWALT DCD 999 besitzt nicht nur drei Gänge, sondern auch ein Planetengetriebe aus Vollmetall. Das Ganze hier vorne ersichtlich, dies unterstreicht nicht nur die Leistungsfähigkeit und Qualität des Akkuschraubers, sondern dadurch wird natürlich auch die entstehende Wärme deutlich besser abgeführt als im Vergleich zu Kunststoff. Denn nicht zu vergessen, beim 999er handelt es sich nicht um einen normalen Bohrschrauber, sondern um einen Schlagbohrschrauber, was man auch hier an diesen beiden Hammer-Symbolen bzw. hier am Auswahlring feststellen kann. Auf den ersten Blick könnte man vermuten, der Akkuschrauber besitzt dabei zwei Ringe zum Einstellen des Drehmoments und für den jeweiligen Modus hier in Schwarz und Gelb. Das ist aber nicht der Fall, denn wir haben hier einen kompletten Ring. Das heißt, diese beiden sind miteinander verbunden und lassen sich somit äußerst angenehm einstellen, da der Ring wirklich sehr groß ist und problemlos gegriffen werden kann. In der Mitte dabei zu finden eine kleine Fallmarkierung, die uns die jeweilige Drehmomentstufe anzeigt. Insgesamt haben wir hier 11 Drehmomentstufen, eine Bohrstufe und natürlich das Hammerbohren. Hinsichtlich der Haptik muss ich sagen, gefällt mir die Drehmomentregulierung wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, sie geht nicht zu schwer, nicht zu leicht und gibt ein super Feedback in den jeweiligen Stufen. Ganz klar, diese Power kann man mit einer Hand nicht bändigen, es sei denn, man hat keine Angst vor eventuellen Handgelenksfrakturen oder dergleichen. Allen anderen würde ich dennoch empfehlen, den seitlichen Handgriff hier zur Führung und Stabilisierung des Werkzeugs zu montieren. Der seitliche Handgriff sieht dabei so aus. Auf den ersten Blick würde ich sagen viel Kunststoff, jedenfalls hier im hinteren Bereich. Auch hier hinten der Griff voll Kunststoff, keine Gummierung oder dergleichen, lediglich diese leichte Riffelung für etwas mehr Grip. Dennoch muss ich sagen, fühlt sich der Handgriff definitiv nicht schlecht an. Im vorderen Bereich wiederum Metall. In diesem Fall würde ich denken, handelt es sich um Aluminium-Druckguss. Hinzu kommt, die Aufnahmevorrichtung des Handgriffs besitzt wie ersichtlich keinerlei Zähne oder Aussparung, sondern ist komplett glatt. Genauso auch hier, wie wir es am eigentlichen Akkuschrauber wiederfinden. Keine Zähne, die dann hier ineinander greifen. Das heißt, das Ganze wird einfach nur durch den Druck montiert. Wenn ich hier den Handgriff drehe, schraube ich diese Klemme zu und dadurch wird der Handgriff hier entsprechend am Akkuschrauber montiert.
Aufgrund der Tatsache, dass der Aufnahmering hier vorn aus Metall besteht und eine verhältnismäßig niedrige Oberflächengüte aufweist, das Ganze sieht man, sobald man sich diesen einmal etwas näher anschaut, gibt es keine Probleme, dass der Handgriff, während er montiert ist, verrutscht. Das heißt, der Handgriff ist wirklich bombenfest montiert, auch wenn ich hier richtig Druck aufbringe. Und nicht zu vergessen, dieser Handgriff kann wirklich stufenlos verstellt werden und das Ganze 360 Grad, je nachdem, wie man es gerade möchte. Weiter geht's, last but not least, ganz vorn an der Maschine. Und zwar, wie man sehen kann, hier befindet sich ein Vollmetall-Bohrfutter mit entsprechender Rändelung für mehr Grip und außerdem mit Schnellspannmechanismus. Das Bohrfutter fasst genauso wie bei allen anderen Akkuschraubern auch Bohrer von 1,5 bis maximal 13 mm. Und natürlich nicht zu vergessen, wo kommt denn diese brachiale Leistung des Akkuschraubers her? Natürlich ganz klar vom verbauten Motor. Dieser befindet sich ganz hinten an der Maschine, wie ersichtlich, relativ kompakt. Das heißt, wir haben auch hier verbaut einen brushless Motor, kein Verschleiß mehr und natürlich effizienter als ein herkömmlicher Bürstenmotor. Das heißt, dieser Akkuschrauber kann länger verwendet werden, bis dann der Akku zur Neige geht. Stellt sich die Frage, wie lange dieser Akkuschrauber wirklich mit diesem großen Akku mit 6 Amperestunden durchhält, denn laut Hersteller haben wir hier eine maximale Leistung, die der Akkuschrauber aufnehmen kann, von stolzen ca. 1300 Watt, was definitiv eine ganze Hausnummer ist. Ich würde sagen, ob das stimmt, genau das wollen wir nun einmal prüfen. Das heißt, nun geht es los mit dem Praxistest. Den Akkuschrauber haben wir uns nun in der Theorie einmal ausführlich angeschaut. Deswegen lehnt euch zurück, Leinwand auf. Los geht es nun mit dem ausführlichen Extremtest. Und damit auf geht es in den Praxistest des leistungsstärksten Akkuschraubers hier von DEWALT, dem DCD999. Ich bin gespannt, wie sich das Gerät so schlägt. Wie ersichtlich, für den Test verwendete ich einen großen Flexvolt-Akku mit 6 Amperestunden, außerdem natürlich hier den Akkuschrauber in der höchsten Helligkeitsstufe. Und ganz wichtig, wir beginnen mit dem Bohrtest, das heißt auch hier den Akkuschrauber einmal in die Bohrstufe gebracht. Und nicht zu vergessen, im Gang Nummer 1 kann das Ganze hier losgehen. Zuallererst begann ich dabei mit den Flachfräsbohrern, anschließend die schönen dicken Forstnerbohrer bis 50 mm. Anschließend nicht zu vergessen die Lochsägen und natürlich last but not least die ganzen Vollgewindeschrauben bis zu 12 x 600 mm. Ich bin gespannt, ob er diese Schrauben wirklich vollständig versenken kann oder nicht. Beginnen wir aber erst einmal ganz einfach mit den Flachfräsbohrern. Das heißt hier angefangen mit dem kleinsten im Test. 16 mm, ich glaube, für diesen Akkuschrauber im ersten Gang sollte das Ganze kein Problem darstellen. Und genau sieht es auch aus. 16 mm für diesen Akkuschrauber, offensichtlich kein Problem. Ja, das Ganze hätte man sich eigentlich sparen können. Machen wir weiter mit 20 mm, dem nächstgrößten hier im Test. Und auch das sieht gut aus, gleich noch ein zweites Loch hinterher. Auch das zweite Loch ist problemlos gebohrt. Weiter geht es mit 25 mm hier an Flachfräsbohrern. Auch in diesem Zuge würde ich sagen, gleich einmal zwei Löcher hier gebohrt. Und auch das zweite Loch problemlos gemeistert. 25 mm kein Problem. Weiter geht es mit 28 mm. Und auch das sieht gut aus. 28 mm souverän hier versenkt. Das gleiche noch einmal. Wie ersichtlich nun im zweiten Gang. Ebenfalls für diesen Akkuschrauber kein wirkliches Problem. Und damit nun zum größten Flachfräsbohrer hier im Test, dem 32 mm Bohrer. Ich bin gespannt, ob er auch diesen im Holz so schnell und ohne Probleme versenken kann. Und wie man sehen kann, auch hier im zweiten Gang das Loch bereits sehr, sehr zügig gebohrt. Ich glaube, der zweite Vorgang sieht ähnlich aus. Ja,
Wie ersichtlich, zweiter Gang, 32 mm, schon fast lächerlich für diesen starken Akkuschrauber. Und damit geht es weiter mit den Forstner Bohrern. Angefangen hier mit dem kleinsten im Test, dem süßen 30 mm Forstner Bohrer, natürlich ohne Gewindespitze, das heißt hier von Pharmac. Kein Problem, weiter geht es mit dem 35 mm Forstner Bohrer hier im Test. Und auch das sieht gut aus. 35 mm, kein Problem, weiter geht es mit 40 mm. Wie ersichtlich, auch mit 40 mm gab es keine wirklichen Schwierigkeiten. Deswegen weiter zum größten Forstner Bohrer hier aus diesem Set. 50 mm. Ich glaube, auch hier sollte der Akkuschrauber keine wirklichen Schwierigkeiten haben, den Bohrer ins Holz zu treiben. Wie ersichtlich sieht das Ganze auch hier ziemlich gut aus, das heißt bereits die Hälfte des Loches ist gebohrt, das heißt gleich sollte der Bohrer auch hier durch sein. 50 mm ist definitiv eine Hausnummer, aber auch hier das Ganze gemeistert. Und damit nun auf zum größten und härtesten Forstner Bohrer hier im Test, 65 mm mit Gewindespitze, das heißt der Bohrer zieht sich selbstständig in das Material. Und ihr seht es, der Bohrfortschritt ist wirklich extrem. Nichtsdestotrotz hat der Akkuschrauber das Ganze wahnsinnig souverän gemeistert. Machen wir weiter mit Gang Nummer 2 hier für diesen Akkuschrauber. Und wie ersichtlich, ungefähr die Hälfte hat er geschafft. Danach setzt der Überlastungsschutz ein, was aber extrem beachtlich ist für einen Akkuschrauber im zweiten Gang mit diesem dicken Forstner Bohrer. Entsprechend das Loch hier noch fertig gebohrt im ersten Gang und damit machen wir weiter mit den Lochsägen oder eher gesagt mit der Lochsäge. 83 mm Durchmesser hier im Holz, ebenfalls ein, zwei Löcher mit diesem Akkuschrauber gebohrt. Wie man sehen kann, hat der DEWALT DCD 999 auch mit der großen 83 mm Lochsäge keine wirklichen Schwierigkeiten. Das Einzige, was auffällt, der Zentrierbohrer der Lochsäge hat mal einen wegbekommen. Das heißt, die Lochsäge läuft nicht mehr hundertprozentig rund. Nichtsdestotrotz, auch hier hat der Bohrer auf jeden Fall die Lochsäge im Material versenkt. Das Ganze noch einmal im zweiten Versuch wiederholt. Auch hier ohne Schwierigkeiten, kein Überlastungsschutz oder dergleichen, der hier eingegriffen hat. So weit, so gut. Und damit kommen wir nun auch schon zum Härtetest. Und zwar den Vollgewindeschrauben. Mal sehen, was das Teil hier leistungstechnisch so zu bieten hat. Angefangen mit der kleinsten Schraube im Test, 10 x 200 mm, sollte, glaube ich, für diesen Akkuschrauber kein wirkliches Hindernis darstellen. Wie man sehen kann, im ersten Gang hat er diese Schraube ohne jegliches Murren hier im Holz versenkt. Genau deswegen geht es nun weiter mit der nächstgrößeren 10 x 300 mm, ebenfalls im ersten Gang. Wie man sehen kann, die Schraube hat gegriffen und damit los geht es hier. Und ich würde sagen, schaut euch einfach mal diesen Fortschritt an, die Schraube auch hier bereits im Holz versenkt. 10 x 400 mm, auch das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Entsprechend auch hier Vollgas und die Schraube ist in wenigen Sekunden im Material versenkt. 400 mm, ohne Frage nicht schlecht. Damit nun zur nächstgrößten oder zur größten Schraube hier im 10 mm Durchmessersegment, 10 x 500 mm für den DEWALT DCD 999. Ja, und das sieht einfach gut aus. 500 mm hier ebenfalls ohne Probleme im Holz versenkt. Purer Wahnsinn. Und damit kommen wir nun auch schon zum größten Schrauben. Das heißt, angefangen hier mit der 12 x 200 mm Schraube. Ebenfalls im ersten Gang sehr zügig, keine wirklichen Schwierigkeiten. 12 x 400 mm.
im Vergleich zu den vorherigen Schrauben noch einmal eine ganze Ecke dicker. Nichtsdestotrotz 12x400 mm sicher in das Material geschraubt. 12x500 mm, nun wird es wirklich interessant, die vorletzte Schraube hier in diesem Test für diesen Akkuschrauber. Und auch hier 500 mm ohne Schwierigkeiten im Holz versenkt. Man könnte denken, es handelt sich hierbei um kleine Schrauben. Aber ihr seht es, nun die größte 12x600 mm. Und auch hier schaut euch einfach diesen Fortschritt an. Der Akkuschrauber hat ohne Frage leicht zu kämpfen, aber dennoch brutal, wie er diese Schraube hier im Material versenkt hat. Und damit nun alle Schrauben in umgekehrter Reihenfolge wieder raus. Ich glaube mal, wenn der Akkuschrauber hier die Schrauben problemlos und sehr, sehr zügig versenkt bekommen hat, sollte er auch problemlos alle Schrauben wieder rausbekommen. Das Ganze selbstverständlich auch hier im ersten Gang, angefangen mit der größten bis hin zur kleinsten. Wie prophezeit hatte der DEWALT DCD 999 keine Schwierigkeiten, alle Schrauben wieder rauszubekommen, wobei das Gerät nach dem Test nicht einmal lauwarm war und der große Flexvolt-Akku zeigte immer noch 2 von 3 Balken nach dem gesamten Test auf. Und damit würde ich sagen, ist es nun auch an der Zeit für ein Fazit, denn summa summarum muss ich einfach sagen, ich bin von diesem Akkuschrauber von DEWALT, von dem extrem leistungsstarken Gerät, mehr als überzeugt. Der DEWALT DCD 999 besitzt dabei nämlich nicht nur einen extrem leistungsstarken Brushless-Motor, der die Energie super auf Schrauben und Bohrer überträgt, sondern dazwischen noch zu finden ein dreistufiges Getriebe, um die Drehzahlen super zu justieren. Insgesamt 68 Newtonmeter im weichen Schraubfall sind dabei meiner Meinung nach mehr als genügend, um hier die gängigen Schraubfälle, aber auch richtig große Schrauben, wie wir im Test gesehen haben, bis zu 12x600 mm sehr, sehr zügig im Holz zu versenken. Nicht zu vergessen, die angenehme Handhabung des gesamten Akkuschraubers und die extrem helle LED im Fuß der Maschine. Zusammenfassend kann ich also, wie bereits gerade eben schon erwähnt, allen denjenigen, die wirklich richtig Power brauchen, den 999er von DEWALT mehr als ans Herz legen. Und damit bist du gefragt, wie ist deine Meinung und Erfahrung zu diesem extrem leistungsstarken Akkuschrauber von DEWALT? Schreib's mir doch gerne einmal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Denn damit war es auch schon wieder mit diesem Video. Falls dir gefallen hat, dann zeig es doch gerne mit einem kräftigen Daumen nach oben, um meine Arbeit zu unterstützen. Und falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt noch schnell kostenlos abonnieren plus die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise von diesem Gerät findest du wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und damit macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.